Und das war der erste Schuss. Hörde ihn übrigens in roter Spielkleidung. Jetzt. Und ich versuche einmal kurz auf die Aufstellung zu gucken mit der Nummer 1. FC Fortuna, Panagiotis, Christoui, dann die 13 im Tor, Dionysios, Pirumalis, dann mit der 4, Igias Nikolaidis, dann die 5, Dimitrios, Entilios, die 7, Evangelos, Mitsiotis, die 8, Dionysios, Pirunalis und die 9er Angelin Luca, mit der 10 Alexandros Asakidis, mit der 12 Corsro Zaripoa, mit der 17 Adon Omira und die 18 trägt Thomas Anifatis. Und klasse pariert! Wer sagt das denn? Die erste große Möglichkeit für den VfL. Dann noch einmal die Wiederholung. Klasse mit der Nummer 1 im Tor bei FC Fortuna. Das ist Panagiotis Christou. Und noch einmal. Und ich habe so den Eindruck, dass jetzt der FC Fortuna ganz klar hier das Spiel im Griff haben möchte und hier den Ton jetzt angibt. Ja, man versucht da frühzeitig hier auch anzugreifen, so dass der VfL Hörde nicht ins Spiel kommt. Ja, der kommt nicht an den Ball, aber jetzt vielleicht. Da ist er! Das war der erste Treffer. Und die erste große Torchance. So muss man das sehen. Mit der Nummer 9 schauen wir uns das noch einmal an. Und dann ist er drin. Und Fortuna führt. Also an Jelin Luca, der Torschütze. Das gibt's doch gar nicht. Also ich hatte gerade noch gesagt, dass Fortuna das Spiel im Griff hat und zum zweiten Mal ist jetzt der VfL erfolgreich. Und das Kuriose hier bei mir auf dem Spielberichtsbogen steht der Torhüter. Ali Haider Aski mit der Nummer 9. Also ich bekomme ja auch den Spielbericht hier online. Und wenn da wirklich mal was gut passieren kann, da ist noch ein weiterer Treffer. Ein Tor erzielt wird und der Name steht, wie liegt es dann?
nicht an uns hier, das liegt wirklich an die Online-Geschichte hier, die wir hier kriegen. Also noch einmal hier schön gesehen, klasse zurückgespielt, er dreht sich und damit links knallt er den Ball unter die Decke. Das gibt's nicht. 3:0 heißt es nun. Weg da, 3:0 für die Fortuna. Das gibt's doch gar nicht. Und 4:0 für Fortuna. Also hier kommt der VfL Hörde einfach nicht ins Spiel. Aber ist der Ball drin? Ja, vielleicht kommt er doch jetzt ins Spiel. Man muss jetzt abwarten. Da kommt jetzt noch mal die Wiederholung. Dann knallt er den rein. Dreieinhalb Minuten noch zu spielen in der ersten Halbzeit. 4:1 für Fortuna. Also im Anfang, da machte der VfL. Die ersten zwei Minuten hatte ich so den Eindruck, aber vielleicht kommt sie doch, jetzt sind sie wach geworden. Und mit der Nummer 5 jetzt für den VfL erfolgreich. Aysan Boazati Benazati. Kommt auch nochmal jetzt die Wiederholung des Treffers. Der Schuss und dann ist der Ball drin. Zwei nur noch. Gerade sahen wir so eine richtig starke Phase von Fortuna. Und jetzt auf einmal knallt der VfL Hörde. Das gibt's doch gar nicht. Farid Damoch, der Schütze. Und dann noch einmal eine Riesenchance für Fortuna. Also jetzt ist das Spiel wieder ausgeglichen. Das gibt's doch gar nicht. Was für ein verrücktes Spiel jetzt. Und die Riesenmöglichkeit für den VfL. Also jetzt kommen wir so richtig wieder ins Spiel hier. So richtig was los. Knall drauf. 4:3 nur noch. Oh, ein bisschen leichtsinnig jetzt, die Fortuna. Ah, da wird leicht geschubt, alles klar, Schiedsrichter hat weiterspielen lassen. Die letzte läuft in der ersten Halbzeit. 4:3. Ein ganz verrücktes Spiel erleben wir hier. Ist jetzt los? Freistoß.
beinahe noch ein. Drei. Der Ball springt aus dem Basketballkorb wieder raus. Oh, super gehalten, super Schuss. Also der Foul Hörn ist ganz, ganz, ganz knapp am Ausgleich. Das muss man wirklich sagen. Es wird aus allen Rohren gefeuert. Und das war es dann in den ersten 10 Minuten. Also ein sehr abwechslungsreiches Spiel. Es gab eine Phase, wo der VfL Hörde den Ton angab. Und dann gab es die Phase, wo der die Musik auflegte und erzielte dann kurzerhand 4 Treffer. Also ihr seht, hier ist noch einiges drin hier in der Halle Huckade. Und das ist das Schöne ja am Hallenfußball, dass grundsätzlich sich immer wieder rum was ändern kann. Den Ruckzuck sind ein paar Tore erzielt. Und deswegen muss man eigentlich mal so ein bisschen, hat ja das Ding ist gelaufen. So, deswegen muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten. Aber bis jetzt habe ich ja noch toi, Glück gehabt mit meinen Prognosen, die ich hier am Kommentatorplatz losgelassen habe. Und wieder. Und der Ball ist drin. Das gibt's doch gar nicht. 4:4, also da wird die doch gar nicht. Und das können wir uns auch noch mal wieder schauen. Schaut mal, er kriegt den Ball nicht. Er spitzelt und er knallt mir dann rein mit der Nummer hoch. 6. Er den Apathie erzielt das 4:4. Was für ein verrücktes Spiel. 8 Tore haben wir bisher. 4:4. Ich glaube, diese zweite Halbzeit, die bleibt weiterhin spannend. Und wer hier als Sieger das Feld verlässt, das wird, glaube ich, in der letzten Sekunde spannend bleiben, dass wir das wissen. Was macht er da? Was macht er da? Ja, der Ball ging 4 Meter übers Gehäuse. Ja, da kommt er nicht an den Ball ran. Hier wechselt man komplett den Block hier. Beim VfL. Und was für ein Hammer! Was war ein richtiger Knaller war das! Was für ein Tor! Das gibt's doch gar nicht! Es heißt plötzlich 4:5 noch einmal. Sehr schön zu sehen. Guck mal, wie er den Ball da reinknallt. Kann sich der Keeper dranhängen. Meine Güte! 4:5! So, und jetzt ist Fortuna mal richtig wieder gefordert. Was für ein Leben wir jetzt hier. Weiter, weiter, weiter.
Also man versucht auch frühzeitig hier den Abbau Tuna jetzt zu erhöhen. Ja, da waren einige mit der Entscheidung nicht so ganz glücklich. Jetzt wird doch richtig hier von einigen Fans auf der Tribüne gejubelt. Einige Fans auch hier aus Hörde mit vor Ort. Schön gesehen, über außen hier. Noch 4 Minuten jetzt. Ja, Fortuna möchte sich auf keinen Fall hier versuchen. Natürlich. Ah, da ist der Ball drin. Das gibt's doch nicht. 5-5. Ja, das war leider die Kamera. Und da ist der Ball drin. 5-6. Was für ein verrücktes Spiel. Nicht aufgepasst und schon ist der Ball drin. Und noch knapp 3 Minuten. Oh, was für ein Hammer. 2,5 Minuten noch. Klasse, setzt er sich da durch. Und jetzt die Riesenmöglichkeit für den Feuer Verstolperter. Ja, da lässt vielleicht auch so ein bisschen jetzt die Kraft nach. Und geklärt. Sehr schön gemacht. Jetzt die Riesenchance vielleicht, alles klar zu machen. Die letzten 2 Minuten laufen jetzt hier in dieser Begegnung.
So, leichte Tonprobleme gehabt hier, liebe Sportfreunde. Ich hoffe, der Ton ist jetzt wieder da. Und wir schauen auf die letzten 28 Sekunden hier aus Hukade. Und das ist ein ganz, ganz knappes Ergebnis. Und das 6:6, das gibt's doch gar nicht. Die kriegen den Ball nicht weg da. Schnell gedreht und dann ist der Ball da. 21 Sekunden, 6:6. Ein ganz gutes Spiel sehen wir jetzt gerade hier in dieser Begegnung zwischen Fortuna und Hörde. Und das war die letzte Möglichkeit jetzt hier. Und das wird dann auch gewesen sein. 3 Sekunden. Und das ist es. Das Spiel endet vielleicht sogar 6:6. So, nächstes Spiel ist angesagt jetzt hier. Blau-Weiß Hukade gegen Özgür Viktoria Dortmund. Und im ersten Spiel hatte ja Blau-Weiß 6:0 verloren gegen Özbeklei. Und die ÖSG hatte ebenfalls ziemlich deutlich verloren. 6:0 auch gegen Özbeklei. Also jetzt zählt eigentlich nur ein Sieg, ist egal für A oder B, für Hukade oder für die ÖSG. Ja, und da haben einige Zuschauer auf dem Pfiff gewartet. Jetzt aber auch.
Ach, und übers Gehäuse mit der Nummer 7. Und Blau-Weiß wird den Ball einschießen. Und der Ball ist drin, der 16. Das gibt es noch mal in der Wiederholung jetzt zu sehen. Und die Viktoria 08 Dortmund führt. Toller Schuss, knallhart, rechts unten in die Ecke. Der B-Kreisligist führt gegen den Bezirksligist. Und die Uhr steht. 6 Minuten sind jetzt noch zu spielen in der ersten Halbzeit. Die ÖSG führt weiterhin. Ja, die Blau-Weißen müssen einfach besser ins Spiel kommen. Ja. So, nebenbei noch mal kurz mit ein paar Zuschauern wieder hier in Huckade. Ja, der war zu weit, also da kommt er nicht dran. Und die Blau-Weißen. Jetzt ist der Ball noch immer nicht drin. Die Riesenmöglichkeit. Das muss man. Und wer sagt's denn? Ausgleich. 1:1. Ja, wir haben leider so einige Tonprobleme, liebe Sportfreunde zu Hause. Es hat nämlich ein Zuschauer hier voll auf dem Kabel getreten. Und jetzt versuchen wir gerade.
noch einmal, liebe Zuschauer, wir haben Tonprobleme hier und wir versuchen das gerade Ihnen zu kriegen. Gleich bin ich wieder für euch da, wenn wir die Tonprobleme beseitigt haben. Gute Parade jetzt hier. Noch 2 Minuten in der ersten. So, ich hoffe, jetzt klappt das wieder. Und wir haben ein Kabel jetzt ausgetauscht. Das Team, und ich hoffe, jetzt haben wir einwandfrei den Ton und es gibt einen Freistoß für die Blau-Weißen. Ja, da hat er sich gut das überlegt gehabt. Das war mit der Nummer 10, Ahmad Abdullah. Aber der Ball ging doch, ihr habt es gesehen, nur 2 Meter übers Gehäuse. Und bis jetzt ein fast ausgeglichenes Spiel, muss man sagen. Und wir schauen mal zur Uhr. Die letzten 29 Sekunden laufen jetzt hier in der ersten Halbzeit. Also die ÖSG Viktoria spielt gar nicht schlecht mit hier, der B-Kreisligist. Und das war, oder ist die Halbzeitsirene. Die Seiten werden gewechselt. Zur Erinnerung, der Sieger dieser Partie zieht in den Überkreuzspiel ein und hat noch die Chance, die Zwischenrunde anzuziehen. Der Verlierer ist ausgeschieden. Also das Spiel ist ganz wichtig, denn die siegreiche Mannschaft kann sich noch qualifizieren, liebe Sportfreunde. Das heißt also, der verliert ist weg vom Fenster, muss man so deutlich zu sagen. Aber die siegreiche Mannschaft, die hat ja gleich noch, es gibt ja noch diese Qualifikationsspiele, die wir nachher natürlich noch bei euch im Programm haben. Zweiter Gruppe 1 gegen Dritter Gruppe 2 und Zweiter Gruppe 2 gegen Dritter. Ja, für die Blau-Weißen wäre das natürlich sehr gut. Aber da hat die ÖSG was gegen. Und noch einmal die Blau-Weißen. Ich finde jetzt, in dieser Begegnung spielt Blau-Weiß ein wenig besser.
Wenn man an das erste Spiel denkt, wo man 6:0 untergegangen ist gegen den SuS Özbekley. Und übers Geusel, ja, man schießt jetzt auch mehr. Das war vorhin gar nicht so zu sehen. Und die Blau-Weißen greifen jetzt auch viel eher an. Sie versuchen, das Aufbauspiel der ÖSG sofort von Anfang kaputt zu machen. Aber dann gibt es natürlich auch Lücken. Und dann sind sie da. Wie jetzt gerade hier gesehen von Yili Kozumi. Nee, das stimmt nicht. Das war nicht Yili Kozumi. Das war nämlich auf der anderen Seite der Salimi Stoffer. So war das. Da geht es schön über die rechte Seite, aber da kommt er einfach nicht dran. Vielleicht ein bisschen knapper gespielt, dann hätte er sofort abziehen müssen. Ja, klar, das ist ein Freistoß. 1:1. Und da ist er drin. Mit der 10 war das für Blau-Weiß-Zuccade Fabio Mund-Reyes. Das kommt nochmal hier als Wiederholung. Schaut mal. Schön macht er das. Und dann keine Abwehrmöglichkeit. Und die Blau-Weißen führen. Die rechte Seite, die ist total offen, da muss der Ball jetzt rüber. Schön gesehen und Ausgleich! 2:2. Dann noch einmal die Wiederholung. Gut angespielt und perfekt abgeschlossen. Also das ist schon spannend, diese Begegnung. Und es muss ein Sieger her. Und noch einmal die Möglichkeit für die ÖSG. Jetzt, das macht er. Und er haut da rein. Die ÖSG führt auf einmal. Guckt euch das an. Schön verladen, den Keeper. 2:3. So schnell geht das. So schnell geht das. Das kann man nicht glauben. Noch einmal jetzt hier die Wiederholung. Den Ball verloren und dann im Gegenzug die ÖSG. Was für ein Schuss. Links unten in die Ecke. Und 2:4. Ist das das Aus des Bezirksligist? Noch gut 5 Minuten jetzt hier zu spielen. Beide Mannschaften hatten ja ihr Auftaktspiel mit 6:0 verloren gegen Özbekley. Und damit wäre in der Qualifikation die Mannschaft von ÖSG Victoria. Und Blau-Weiß wäre raus. Also im Überkreuzspiel. Leichte Unsicherheit und weg mit dem Ball. Ja, den konnte er leider jetzt nicht annehmen, richtig. Und jetzt nochmal die ganz große Chance für die ÖSG, vielleicht jetzt alles klar zu machen. Und das machen sie mit der Nummer 9. War das Salami Stoffer. Und 2:5. Und das könnte der zweite Platz sein in dieser
Gruppe, also qualifiziert in der Gruppe 1 ist der Özbil Klay, ganz klar, und ÖSG wäre dann Zweiter und die würden dann gleich antreten im Spiel gegen den Dritten der Gruppe 2. 4 Minuten noch. Ich glaube nicht, dass die Hooker da das jetzt noch aufholen. Jetzt noch einmal eine ganz große Möglichkeit, alles klar zu machen. Und der Ball war nicht drin. Sonst hätten wir den Pfiff gehört. Wir gucken vielleicht noch mal auf die Zeitlupe, ob man da was sehen kann. Ja, leider kommt die jetzt nicht. Ja klar, Blau-Weiß muss natürlich offen machen, egal was es kostet. Ob man jetzt nur einen kassiert oder zwei, das scheißegal. Wichtig ist jetzt, dass man vielleicht, aber da kommt nochmal die Wiederholung. Ja klar, da sieht man es, der Ball war vor der Linie. Dankeschön, liebe Kollegen. Und also 2:5 weiterhin, 3 Minuten noch. Und ich würde mal sagen, das Ding ist damit gelaufen. Und ich gehe davon aus, dass Blau-Weiß dann also am nächsten Wochenende sich um die Ausrichtung weiter hier kümmern darf, hier in Huckade. Also sportlich läuft es ja, hatte ich vorhin schon mal gesagt, nicht besonders rund, auch in der Meisterschaft oder genauer gesagt im normalen Spielbetrieb auf dem Feld als Vorletzter. Kommt man einfach nicht so richtig ins Spiel. Und das hätte ja vielleicht hier die Stadtmeisterschaft so ein bisschen vielleicht für mehr Motivation gesorgt, wenn man hier weitergekommen wäre. Und Ös geknallt aus allen Rohren. Und der Keeper der Blau-Weißen taucht in einer Tour unter und versucht hier die Bude so einigermaßen sauber zu halten. 2 Minuten jetzt noch. Ja, und jetzt haben sich die Blau-Weißen auch schon abgefunden. Das ist eine Überraschung, sicherlich jetzt hier, dass ÖSG weitergekommen ist. Und die letzte Minute beginnt jetzt. Ja, da kommt er nicht rein, gut aufgepasst. Damit hat sich die Mannschaft der ÖSG qualifiziert gleich um 20.15 Uhr in zweiter Gruppe 1 gegen dritter Gruppe 2. Das war noch mal was. Und die letzten 25 Sekunden.
Noch einmal die Blau-Weißen, da kommen sie nicht mehr. Jetzt aber noch mal, vielleicht macht die ÖSG noch ein. Die letzten 9 Sekunden. Vielleicht noch einmal nach vorne den Ball. Und dann ist das Ding durch. Das war's. Endstand 2:5. Glückwunsch an die ÖSG, die auf jeden Fall jetzt noch eine Chance haben, weiterzukommen. Wir werden die Mannschaft nachher noch einmal sehen. Für das letzte Spiel in dieser Pause machen sich mit der TuS aus Hinhofen und FC Fortuna bereit. So, und jetzt sehen wir noch einmal die Mannschaft des TuS Eichnickhofen mit ihrer großen Fangemeinde hier in der Sporthalle Huckade gegen den FC Fortuna. Und Fortuna hatten wir ja vorhin schon gesehen. Die haben verdammt ein 6:6 erzielt, ein Spiel ja mit zwei verschiedenen Bereichen innerhalb des Spiels. Dann war mal wieder Fortuna in Topform, dann war mal wieder der VfL. Also es ging da immer hin und her, also sehr ausgeglichenes Spiel, muss man dann sagen. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie jetzt die Eichnickhofer hier sich präsentieren. Also wie ich sie gerade gesehen habe, sind sie für mich ganz klar natürlich hier der Favorit in dieser Begegnung, liebe Freunde. Ein paar Zuschauer haben die Halle mittlerweile verlassen. Nicht vergessen, morgen sind wir übrigens schon um 15.30 Uhr hier wieder. Wir beginnen aber um 15.15 Uhr, haben vielleicht ein paar Interviewpartner etc. Freut euch auf die Mannschaften, das kann ich schon vorwegnehmen, wie Westrich 55, die so eine große Fangemeinde haben, wie die Eichnickhofener Fans hier, die gerade hier im Bild zu sehen sind, den ganzen Block hinten blockiert haben und dafür die Partystimmung sorgen und vielleicht sogar schon alles klar machen jetzt für ja, die Zwischenrunde der 38. Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Und ihr hört es im Hintergrund, da wird kräftig schon gesungen. Eichnickhofen in weißer Spielkleidung von rechts nach links. Ja, da kommt er nicht mehr an den Ball heran. Blick noch mal ganz kurz auf die Gruppe 1. Also erster Sus Özbel-Klay mit 6 Punkten, 12:0 Tore. Zweiter wurde dann die Mannschaft von der ÖSG Viktoria mit 3 Punkten und 5:8 Tore und letzter Blau-Weiß Huckade mit 0 Punkten und 2:11 Tore. Ja, im Hintergrund hört ihr das vielleicht, eine richtige Gesangseinlage hier in der Halle Huckade von den Fans des TuS. Und vielleicht jubeln sie jetzt und jetzt können sie auch jubeln. Der TuS geht mit 1:0 in Führung und den Treffer können wir uns auch noch mal in der Wiederholung hier sehr schön ansehen. Und mit der Nummer 19 war es Jan Knappmann, der den TuS Eichnickhofen hier in Führung bringt. Und noch einmal der TuS, ja, der Ball ging doch jetzt 2 Meter rüber und das war wieder Knappmann, der da versucht hat aufs Tor aus gut 13 Meter zu schießen.
Ja, ganz klar, das hatte ich ja auch schon vorhin gesagt. Eichlinghofen Favorit hier. Und aufgepasst. Und wiederum jetzt der TuS. Und klasse gehalten. Der Ball ist noch heiß. Auch gut gesehen und tolle Parade. Also es geht jetzt hin und her hier. Und man lässt den Ball jetzt auch gut laufen. Und das gibt einen Freistoß. Also man muss sagen, es hat ja heute noch keine 2 Minuten Zeitstrafe gegeben. Alle Spiele bis jetzt erfährt. Die Schiedsrichter haben überhaupt keine Probleme gehabt bis jetzt. Top-Leistung, also vieles Positives hier zu vermelden hier in Dortmund-Huckade. Wollen wir hoffen, dass es auch so bleibt. Ja, da kommt er nicht mehr dran. Und da ist er. Da ist er, das 2:0. Und das können wir uns auch noch mal in der Wiederholung wieder angucken. Jan Knappmann, der weiß, wie man die Tore erzielt. Ja, der schießt auch mal drauf. Zack, so geht es. Und vielleicht, na, da kommt er nicht an. Da stehen sie ganz gut. Aber jetzt aufgepasst. Also man kann wirklich Danke sagen. Der Keeper macht einen guten Job beim TuS. Das muss man aber auch wirklich sagen. Das Tor ist noch sauber. Robert Meyer. Gespielt man auch ein bisschen anders als vorhin. Da hat man immer wiederum den Robert Meyer mit eingebunden. Jetzt versucht man doch eher nach vorne zu kommen. Also Fortuna liegt irgendwie den Eichlinghofern besser. Ja, da kommen gerade einige Fans daher, wo es was zu trinken gibt. Die sind gut gelaunt. Und jetzt muss der Ball kommen. Und da kommt er. Und das war wieder Jan Knappmann. Ja, schade, dass er den nicht annehmen konnte. Auch gut gesehen jetzt hier der Pass. Und glänzt hat wieder. Aber jetzt der Konter für den TuS Eichlinghofen. Ja, da kommt er nicht ran. Gad Adai Akrasi. Thank you.
Und Fortuna. Ja, der Ball kommt überhaupt nicht. Das war ein Treffer. Das möchte ich nochmal in der Zeitung sehen. Und jetzt guckt mal. Wumms, da ist er drin. Fabian Schamann. 3:0. Ja, das Ergebnis natürlich jetzt hier ist eine ganz, ganz wichtige Rolle. Schön gehalten und dann im Nachtsetzen die 21. Und ja, da war er wieder. Fabian Schamann. Kommt nochmal die Wiederholung. Fabian Schamann. Jetzt müssen die Fortuna natürlich aufpassen. Die letzte Spielminute der ersten Halbzeit läuft bereits. Denn der VfL Hörde hatte ja gegen Eichninghofen in Anführungszeichen nur 2:4 verloren. Und Eichninghofen führt jetzt 4:0 gegen Fortuna. Fortuna gegen Hörde, das war ja unentschieden 6:6. Und damit wäre im Entscheidungsspiel der VfL Hörde. Ja, gut gesehen, gut gemacht, aber auch gut hier geklärt. Die letzten 28 Sekunden und der Ball ist im Netz. 5:0, das schauen wir uns auch nochmal an. Ja, fast ein Eigentor, würde ich sagen, mit der 19. Seite des TuS Eichninghofen, Jan Knappmann. Er ist wirklich hier ein Torjäger. Er steht immer am richtigen Punkt. Und bei einem Stand von 5:0 werden jetzt die Seiten gewechselt. Aber wie gesagt, ich sage so schön, ist weg, denn es gibt ja das Neue hier bei dieser Stadtmeisterschaft. Es gibt ja gleich noch das Spiel. Zweite Gruppe 1 gegen Dritter Gruppe 2 und Zweiter Gruppe 2 gegen Dritter Gruppe 3. Also ist eigentlich gar keiner weg direkt. Was klar ist, Eichninghofen und Östmel sind jetzt weiter.
Und Blau-Weiß-Hukade ist theoretisch auch nicht weg, denn ich habe mich vorhin wirklich schon vertan. Denn es ist ja bei dieser Runde der 38. Hallenfußballstadtmeisterschaft gibt es ja eine ganz andere Regel. Das heißt, es gibt ja dieses Überkreuzspiel dann noch. Der Erste qualifiziert sich direkt, der Zweite und der Dritte, die spielen doch mal gegen den Zweiten und Dritten der anderen Gruppe. Also alles weiterhin offen. Wenn man aber die Leistung betrachtet, sehe ich es aber so, dass es sicherlich schwer wird für die Blau-Weißen. Ja, diesmal sind es ja auch 72 Mannschaften, die dabei sind, von den 102 Fußballmannschaften, die wir haben. Alle aus Dortmund. Und im letzten Jahr war das mit der Möglichkeit, sich zu qualifizieren, ein wenig anders. Und das, was sich ja noch verändert hat, das ist ja, dass es in der Spitzenrunde nicht zwei Spieltage gibt, sondern sogar drei. Das heißt, nächste Woche wird Freitag, Samstag und Sonntag gespielt. Wird das jetzt so bleiben, das Spiel, was wir jetzt hier gerade sehen? Würde Fortuna auf ÖSG Viktoria treffen? Ja, schade. Also es geht jetzt eigentlich nur um die Platzierung, wer nun Zweiter oder Dritter wird. Ja, gute 6 Minuten noch. Den muss er normalerweise machen. Das war so einfach. Fabian Schamann. Ja, da wird natürlich gejubelt hier. So geht das. Gut gemacht.
Und da sieht man die Fans hier im Vordergrund und sie jubeln da. Jetzt geht's aber rund hier. Sieben zu null. Spielstand 7:0 für den Kurs, der erfolgreiche Spieler mit der Nummer 7, Alessandro Desiderio. Ja, der war nicht so berauschend, der Pass jetzt hier. Wäre beinahe dran gekommen noch. Ja, die Luft ist jetzt auch raus, muss man sagen. Und die werden förmlich jetzt abgeschossen. Hört sich hart an, aber ist leider so. Perfekt gelaufen. Schauen wir uns nochmal die Wiederholung an. Schaut mal, also Wumms. Das war wirklich ein Wumms. 8:0. Höchstes Ergebnis am heutigen Tag hier in Hukade. Also da ist keine Luft mehr drin. Und das war nochmal mit der 15 jetzt hier. Roman David Geist 9:0. Mit der Nummer 15 trifft Roman Geist zum 9:0. Und der Ball ging doch am Tor weit vorbei. Im Vagelos Misiotis. Wir machen gleich dann wieder eine Pause und dann gibt es die Überkreuzspiele, genauer gesagt die Spiele zweiter Gruppe 1 gegen dritter Gruppe 2 und zweiter Gruppe 2 gegen dritter Gruppe 1. Fest steht, dass Özbel und Eichtinkofen sich am heutigen Abend qualifiziert haben und dazu kommen jetzt gleich noch die beiden siegreichen Mannschaften im Überkreuzspiel. Und die 15, Roman David Geist wieder. Die letzten 50 Sekunden. Torschütze zum 10:0 bei der Spielanlage Nummer 15, Roman Geist.
Und vielleicht sehen wir jetzt noch ein Treffer. 31 Sekunden noch. Und die Uhr ist wieder angehalten. Toll gemacht. Das war ein klasse Treffer zum Abschluss. Kagan Atalay. Das schauen wir uns auch noch einmal an. Volley aus der Luft. Toll vorbereitet. Und das war das Endergebnis. 11-0. So, und damit werden wir um 20.25 Uhr hier sehen, ÖSG Viktoria gegen Fortuna und dann anschließend VfL Hörde gegen Blau-Weiß Huckade. Kompliment, Glückwunsch an den Favoriten. Das muss man sagen, TuS Eichlinghofen in der Gruppe 2. Sie haben sich qualifiziert und wir freuen uns, Sie in der Zwischenrunde am nächsten Wochenende wieder willkommen heißen zu dürfen. Genau wie den SuS Özbekley. Dazu kann kommen jetzt noch die ÖSG, Viktoria oder Fortuna und VfL Hörde und Blau-Weiß Huckade. Die Huckade hatte ich ja vorhin schon abgeschrieben. Also es ist noch eine Möglichkeit im Endeffekt hier gegeben, sich für die Spitzenrunde zu qualifizieren. Wir machen jetzt eine kleine Pause und melden uns dann, liebe Freunde, wieder mit der nächsten Begegnung hier aus Dortmund, Huckade, und genießt noch ein paar schöne Bilder hier von der erfolgreichen Mannschaft des TuS Eichlinghofen.